Liebe Genossen und Genossinnen, die sehen in meinem Wagen im Brittokanal. Ja, Jan, da wo du sitzt, saß übrigens der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker, hinten rechts.1978 erhielt die DDR-Regierung von Citroën 2CX Prestige als Geschenk. Von deren Design und Komfort war das Staatsoberhaupt Erich Honecker so begeistert, dass er bis zum Zusammenbruch der DDR und seinem Rücktritt im Herbst 1989 Firma Citroën CX für den Staatsfuhrpark bestellte. Standardzen sozusagen. Das hat man meistens bei Paraden gemacht oder offiziellen Anlässen. Und meistens immer DDR und der jeweilige Staatsgast. Zu Ehren wurde dann eben die Flagge des Landes, was als Gast da ist, dran gemacht. In dem Fall haben wir jetzt mal BRD. Ja. Viele wissen es auch nicht, dass Honecker eigentlich nie Volvo fuhr, sondern nur zwischen 1976 und 78. Danach bekam die DDR von Frankreich drei Citroën CX-25 Prestige überlassen, um auch einen Fuß in die DDR zu bekommen wegen Wirtschaftsbeziehungen. Siehe Mosel, Gelenkwellenwerk, was dann später kam. Das waren so die Anfänge. Ne? Honecker liebte dann diese Federung, ne, hydropneumatisch und nicht über Stahlfedern. Das heißt, das Auto hielt immer irgendwie das Niveau. Und Honecker schwebte über die Missstände der DDR hinweg, sagte man. Ne? Also bis 1989 fuhr er und Günter Mittag, nur Citroën. Und das ist einer aus der letzten Bestellung von 1984, wo die DDR nochmal circa 8 identische Fahrzeuge bekam. Ne? Man hatte ja einen Fahrzeugpool, wo teilweise auch 2 Fahrzeuge im Konvoi fuhren, schon um abzulenken, wer sitzt denn jetzt drin. Ne? Und ja, das ist wie gesagt einer davon, von dieser letzten Bestellung und hat erst 17.000 Kilometer gelaufen, also der lief nicht so viel. Und wurde auch nie danach in der BRD zugelassen. 136 PS, 2,5 Liter Hubraum, ist jetzt nicht so viel, aber es hat gereicht, dass die mit ihrem Konvoi damals über die Autobahn locker 150, 160 km/h fahren konnten. Ne? Langversion, aber das war eben von Citroën, gab es das selber, ne? Die Prestige-Variante, die war schon um 10, 15 cm länger. Das typische Citroën-Cockpit mit seinen Bedienungssatelliten nannte man es. Also die hatten jetzt keine Blinkerschalter oder Scheibenwischerschalter, sondern die hatten diese Satelliten und einen Walzentacho. Ja, also keine Zeiger, sondern die Kilometerangabe lief über eine Walze. Und dort hat man dann die Geschwindigkeit angezeigt bekommen. Auch hier Automatik, Tempomat und Klimaanlage. So stand es auch in den Bestellungen drin, damals von der DDR, die mir vorliegen. Wieder kein Leder drin, es musste Velour sein. Und Ausführung stand immer da Skandinavien, weil irgendwie eine Wichtigkeit bestand, dass die Frontwischer an den Scheinwerfern hatten. Blick in den Beifahrerfußraum. Dort befand sich immer eine Magnetleuchte, original DDR, Blaulicht. Man hat eine Metallplatte unter das Armaturenbrett gemacht oder unter das Handschuhfach, damit die Magnetleuchte dort ihren Platz hat. Und der Beifahrer konnte dann jederzeit das Ding rausnehmen und oben aufs Dach machen, auch zu besonderen Anlässen. Im Auto ist natürlich dass das Fahrzeug eine hydropneumatische Federung hat. Also anders als ein normales Auto mit Stahlfedern. Das Ganze ging eben mit dieser Hydraulikflüssigkeit, wo dann sofort das Niveau des Fahrzeugs immer ausgegleicht wurde. Diese Fahrzeuge wurden 1984 beschafft und sind heute ein seltenes Stück der DDR-Geschichte. Mit nur 16.000 Kilometern auf dem Tacho ist dieser Citroën in einem bemerkenswert guten Zustand. Gerrit Krummerne erzählt uns, wie er dazu kam.
Es wurden einige Fahrzeuge wurden von der Treuhand übernommen, 1990. Und die Autos gingen dann zu einem Sammler. Und dieser Sammler hatte, glaube ich, 5 Stück abgegeben 2005. Und die wurden in Potsdam bei einer Auktion am Potsdamer Platz versteigert. Dieses Auto ging nach Holland und an den Oldtimer-Sammler. Und lustigerweise hat er mir erzählt, 2005 nach der Auktion ist er mit diesen Kennzeichen, die dran waren, die originalen DDR-Kennzeichen, ist er damit nach Holland gefahren. Und er ist nicht angehalten worden. Wahnsinn, ne? Also ohne Versicherung, ohne alles, ist er einfach losgefahren. Ja, ich habe ihn dann in Holland vor 2 Jahren wieder übernommen. Nicht ganz so prominent, aber ebenfalls interessant ist dieser Volvo 760 GLE, der für die Volkskammer der DDR angeschafft wurde. Volvo 760 GLE Executive genannt, der im Regierungsfuhrpark der DDR lief. Besonders hier, das Auto wurde um 15 cm verlängert. Also in dem Bereich hier, hier sieht man auch noch, wenn man genau hinguckt, wurden die durchtrennt und eigentlich in Handarbeit ein Stück dazwischen gesetzt, so dass man eigentlich mehr Beinfreiheit hatte. Das originale Fenster hier hinten in der C-Säule, was die Volvo 700er-Reihe normalerweise hat, wurde hier zugeschweißt, um dem Ganzen so ein bisschen eine schönere Optik zu verpassen. 1983, Baujahr, das war mit so einer der ersten Volvos der neuen Baureihe, der 700er Baureihe. Und die DDR, denke ich, hatten um die 70 Stück bekommen von diesen halbverlängerten. Die standen aber meistens dem Ministerrat zur Verfügung oder eben höheren Personen in den Bezirken beim Rat des Kreises, wurden die auch öfters mal gesehen. V6-Motor, der sogenannte Euro-Motor, der wurde damals in verschiedenen Modellen, Renault, Peugeot zum Beispiel, verbaut. Der hat 2,6 oder 7 Liter Hubraum und 155 PS. Ja. Hat sogar schon Automatik, Klimaautomatik, Tempomat. Also die waren schon recht pompös für damalige Verhältnisse ausgestattet. Auch wieder Volurausstattung. DDR stand nicht auf Leder. Es heizte sich zu sehr auf. Und im Sommer, im Winter war es zu kalt. Deswegen wurden die Staatslimousinen fast ausschließlich nur mit Volur bestellt. Also hier ist das Schöne. Normalerweise hatten die ganzen Fahrzeuge, die 1990 dann irgendwie sichergestellt wurden, aus dem Regierungsfuhrpark so gut wie keine Historie. Bei dem ist das Schöne, dass hier ausgerechnet mal ein Kaufvertrag von 1991 von der Volkskammer dabei ist. Also das ist mal eher die Ausnahme. Also 90% hatte eigentlich keine Fahrzeugbriefe und keine Kaufverträge dazu. Die wurden alle damals auf so einem großen Platz abgestellt in Berlin und wurden dann an Autohändler, meistens Holländer und Westdeutsche, veräußert. Der hier, glaube ich, der kam knapp, ich weiß es gar nicht, 27.000 Mark. Andere haben sich für das Geld halt ein BMW oder ein Opel oder ein Mercedes geholt. Und hier hat sich eben mal jemand noch so einen, damals 7 Jahre alten Volvo geholt. Mal ein Blick aufs Armaturenbrett mit Automatik, Tempomat, Klimaautomatik und sogar ein Volvo Soundsystem war verbaut. Hier auch mal mit DDR-Feuerlöscher. Als gelernter DDR-Bürger fragt man sich natürlich immer wieder, wie solche Fahrzeuge gewartet und repariert wurden. Die hatten in Berlin direkt eine große Werkstatt. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, welcher Straße. Ich glaube Hans-Loch-Straße. Und die hatten praktisch das ganze Know-how und das geschulte Personal dafür. Die wurden teilweise dann auch nach Schweden eingeladen zu Volvo und wurden dort für die jeweiligen Fahrzeuge geschult.
Hier haben wir mal eine Verwaltungsnummer auf dieser Aluplakette. Das hatten fast alle Staatslimousinen, weil die Kennzeichen teilweise gewechselt wurden. Also konnte man sich nicht auf das Kennzeichen verlassen, gerade wenn jetzt ein Fahrer kam. Und man hatte dann am Schlüssel, am Autoschlüssel, einen kleinen Anhänger dran mit einer Nummer. Und die musste dann halt mit der übereinstimmen und das Auto konnte man dann halt nutzen.